Hey Leute, Quacko hier! Heute gibt es gute Infos für euch, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich bekamen wir gute und schlechte Neuigkeiten bezogen auf die Avatar Netflix Real Life Serie. Bevor wir starten, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr mehr über Avatar und Anime wissen wollt. Ist sogar kostenlos, also warum nicht? Holt euch jetzt eure Avatar Cookie Dose und jetzt geht es los mit dem Video! Nachdem die Legende von Aang bei Fans und Kritikern aufgrund von umstrittenen Casting-Entscheidungen, mangelndem Worldbuilding und einer viel zu kurzen Laufzeit desaströs gefloppt war, war es eine lange Zeit still um weitere Avatar-Verfilmungen geworden. Shyamalan hatte eigentlich noch zwei weitere Avatar-Filme geplant, korrespondierend zu den drei Staffeln der Originalserie. Diese wurden wegen des ausbleibenden Erfolgs von Die Legende von Aang, einem der finanziell enttäuschendsten Blockbuster der vergangenen Jahre, jedoch abgesagt. Zum Glück, kann man da aber sagen. Letztes Jahr hat Netflix angekündigt, eine Live-Action-Adaption als Serie unter dem Titel Avatar – Der Herr der Elemente zu produzieren. Diese neuen Infos, die wir bisher über die kommende Netflix-Serie bekamen, sind einmal, dass die Serienmacher des Cartoons Michael Dante DiMartino und Brian Konietzko federführend mitmachen werden und ebenso ist auch Komponist Jeremy Zuckerman mit dabei, der uns schon damals mit wunderschöner Musik bei Avatar und Die Legende von Korra verzaubern konnte. Jedoch kommt nun eine schlechte Nachricht. Chefautor Aaron E. Hesch wird leider nicht von der Partie sein, denn er hat eine Verpflichtung mit der Fantasy-Serie Der Prinz der Drachen. Laut Netflix-Observern ist es sehr wahrscheinlich, dass die Live-Action-Serie 8 bis 13 Folgen haben wird. Die Handlung wird sich sehr wahrscheinlich eng an der Zeichentrickvorlage orientieren, bietet jedoch die Möglichkeit, noch tiefer und auf andere Weise auf die Avatar-Welt und die ernsten Themen der Serie einzutauchen. So könnten Handlungsstränge aus einer angedachten vierten Staffel Verwendung finden. Und wenn die Live-Action-Serie gut ankommen wird, ist auch für die Nachfolgeserie Die Legende von Korra sowas gut möglich. Und im Gegensatz zum Film wollen Michael und Brian auf ein ausgewogenes Casting achten, Whitewashing vermeiden und asiatischstämmige Hauptdarsteller engagieren. Zu guter Letzt wird die Serie höchstwahrscheinlich 2020 erscheinen und das Casting und die Produktion soll dieses Jahr noch starten. So Leute, das wäre es tatsächlich schon von allen Infos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mal mit anderen Avatar-Liebhabern über Avatar reden oder schreiben wollt, joint doch gerne in meinem Discord. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, bis die Tage und Sayonara!